2013, das Jahr, in dem wir mit YouTube Kontakt aufgenommen haben. Als Kommunikationskanal erstmals richtig ernst genommen haben. So richtig los ging es dann im April, Mai, als wir mit unserer Reihe zur Zivilgesellschaft begonnen haben. Wir haben Loring Sittler von der Generali AG befragt. Durch dieses ganzheitlichere Sehen dessen, der Grundlagen, von denen wir leben, ist auch die Verantwortung dafür, diese Grundlagen zu erhalten, gewachsen. Wir haben Stefan Breidenbach befragt. Wie lernt eine ganze Gesellschaft? Wie werden Institutionen, Regeln und Prozesse so verfasst, dass sie schneller notwendige Veränderungen auf den Weg bringen? Also das Lernen der Gesamtheit. Und ein wesentlicher Aspekt davon ist, dass man die Silos aufbricht und über die Silos, die Denk- und Organisationssilos hinweg miteinander spricht. Im Frühjahr und Sommer lief unser großer MOOC-Wettbewerb und dazu haben wir einige Interviews gebracht mit Experten, mit Jörn Lowisach. Was ich eben sehe, wo E-Learning hilft, ist, dass sich das, was früher frontal war, dass ich das auslagere ins Internet. Wenn es darum geht, etwas tausendmal zu erklären und wieder zurückzuspulen und nochmal zu erklären, das kann der Computer wunderbar, der ist der perfekt. Oder auch mit Jan-Philipp Schmidt. Und für mich ist Lernen Magic. Und Magic, das kann, da hat noch nie einer eine Tabelle geschrieben, in der definiert ist, ist das jetzt welche, sind das 70% Magic oder 50% Magic? Aber wenn man das sieht, weiß man das. Wenn ich da, das ist dieser Wow-Effekt. Wenn ich das Feuerwerk sehe und das begeistert mich, dann weiß ich, da ist irgendwie Magic. Wir haben dann auch gelernt, dass auch Eigenwerbung dazugehört. Wir haben zum Beispiel einen eigenen Kanaltrailer gedreht, wo ich dann die schöne Aufgabe hatte, selber erstmals vor der Kamera zu stehen. Das war auch eine schöne Erfahrung. Hallo, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des Stifterverbandes. Bei uns geht es in Soll ich eigentlich lächeln oder ernst gucken? Was Hochschule und Wissenschaft? Was hast du? So, gut, dann sieht man meinen Bauch. Ich werde da jetzt immer ein iPad vorstellen. Was sind das für Themen? Das können Themen sein zum Thema was Hochschulen und Wissen. Oh nein! Ja! Ein weiteres Thema ist Studieren, Abitur. Shit! Quatsch! Neue Formen des Arbeitens! Magazin für iOS und Android. Das Ganze kann man bestellen. Auf dem Leuchten. Und. Du kommst nicht vorbei. Das war jetzt mal noch ein bisschen holprig. Berichtet. Wir haben mit bestimmten Personen eigene Reihen entwickelt. Zum Beispiel mit Günter Dück. Wir haben mit ihm eine sehr erfolgreiche Reihe Dück spricht auf die Beine gestellt. Die ist den ganzen Sommer über gelaufen und hat uns auch hier geholfen, eine ganze Reihe neuer Abonnenten zu gewinnen. Ich kann doch nicht einfach sagen, der Megatrend der Zukunft ist Bildung und tue aber nichts. Es gibt so Träume, dass wir bald eine Festplatte am Gehirn haben und da wird das Schulwissen aufgespeichert. Wir müssen gar nicht mehr lernen, also sowas. Das halte ich für ein bisschen kauzig. Auch die Videos mit Metin Tolan sind das ganze Jahr über gelaufen. Es könnte tatsächlich der Fall eintreten, dass man im Physikunterricht auch mal lacht. Ne? Also, dass das auch mal passiert. Ja? Ich sage Ihnen jetzt aber trotzdem, Sie dürfen alles senden. Ja, das hat ja schon mal. Ja, Sie können ruhig alles senden. Ja, das muss man einfach mal sagen. Es ist völlig absurd. In der zweiten Hälfte des Jahres haben wir auch verstärkt Frauen vor die Kameras geholt. Wir hatten zum Beispiel die berüchtigte Schulleiterin Rasfeld aus Berlin vor der Kamera, die mit großem Engagement ihre Thesen vertreten hat. An Schulen sollte sich etwas grundlegend ändern, radikal. Ja? An den meisten Schulen. Manche sind ja schon auf dem Weg. Wir hatten Johanna Coleman von der BASF vor der Kamera. Wir haben inzwischen viele Unternehmen im Netzwerk der Wissensfabrik, die Auszubildende überhaupt nicht mehr nach Noten einstellen, sondern die sich rein die sozialen Kompetenzen anschauen. Wie motiviert ist ein Schüler, der zu mir kommt?
Und etwas später im Jahr hatten wir noch Susanna Krüger vor der Kamera von der Firma Goodroot, die sich über Fragen zur Zivilgesellschaft und zu Stiftungen Gedanken gemacht hat. Wenn es wirklich darum ging, wirkungsvollere Programme aufzusetzen, dass dann irgendwann die Führung gesagt hat, wir wollen das nicht. Etwas Neues haben wir dann in den Monaten November und Dezember ausprobiert. Wir haben nämlich erstmals Google Hangouts produziert. Die erste Reihe, die wir gemacht haben, war mit den nominierten Teams zum Deutschen Zukunftspreis 2013. Wir haben einen zusammenfassenden Hangout gemacht mit Katja Machil zu unserem Videowettbewerb Fast Forward Science. Vielleicht ist es wirklich schwierig, Kontroversen im Video das sein. Nur das machen, das trauen sich zu wenige Wissenschaftler daran. Und im Dezember hat dann unser Kollege Gero Steenke von der Wissenschaftsstatistik die neuesten F&E-Daten für das Jahr 2012 in einem Google Hangout vorgestellt. Das war unser kleiner Jahresrückblick 2013. Wir freuen uns mit euch auf das Jahr 2014.